Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sermon Contract with the Devil. Wir sind kurz vorm Payday und beim letzten Mal haben wir Dingster Rocky besiegt, dafür haben wir noch nicht die Belohnung eingeholt, weshalb wir jetzt erstmal zur Summon Site gehen sollten und natürlich unsere Party-Members natürlich alle einen nach dem anderen holen sollten. Dolly, Iris und Selina. Und go to Dungeon Entrance. Enter the Dungeon. Und ich bin der Meinung, dass der hier noch auf der Stufe 2 war. Die Frage ist, war der hier direkt? Ah, da hinten war er, gut. Young Wolf, den bekommen wir wahrscheinlich hoffentlich so jetzt weg. Boah, kann man so sagen. Hey Alice, I've got Rocky's core. Oh, really? Really? Here you go. You linked Rocky's core. It's really Rocky's core, yay! Hooray! Thank you, thanks a lot, Yuki. Thank you. Can you visit my lab later, Yuki? I want to give you something as thanks for saving Rocky. Just go to the pub and ask Emilia. She will show you how to get to my lab. Go to the pub and ask Emilia about the lab. Alright, I got it. Let's go, Marisa. We will get Rocky back to normal in no time. Good. Damit haben wir. Da weiß ich immer noch nicht, wie ich da vernünftig reinkommen soll. Gut. Go to floor 3, ja. Gut. Oh, Shadow Slime. Na, der sieht ja aus. Ich mach mal. Your skill accelerate, damit ich schneller werde. Okay, fies. 91, okay. Skills, Shadow Blaze, aber ich denke, das funktioniert nicht so gut. Nein, habe ich mir schon gedacht. Skills, Ice Bolt. Schon etwas besser wenigstens, Shadow Blaze, okay. Wow. Das ist hart. Skills, Heal, Yuki. Du, Ice Bolt auf Shadow Slime. Gut. Du greifst mal an. Angreifen nochmal. Ice Bolt. Und du heilst am besten mal Maria. Und hoffen, dass sie dann das Ganze überlebt. Aber dürfte sie jetzt eigentlich? Ja. Gut. Wow. Wir haben das gekillt. Okay. 255 Gold haben wir. Was gibt es hier? Recharge Keys. Ja, ich habe noch keinen, also hey. Gut. Warte, ne, Map war. Gut. Hier haben wir alles gesehen bisher. Wir haben noch keinen Schlüssel gefunden, deshalb kommen wir da noch nicht weiter. Dann schaue ich einfach mal. Okay. Oh, noch ein Shadow Slime nicht. Das ist fies. Du, 98 ist natürlich auch fieser Schaden. Skills, Iceberg. Ah, fuck. Mir ist gerade aufgefallen. Gut. Chain Formation. Du am besten mit.
Hier. Du. Habe ich was zu essen dabei? Apple Pie. Covers 12 MP. Nee, bringt nichts. Dann musst du angreifen und hoffen, dass ich. Und ich hoffe, dass du nicht drauf gehst. Fuck. Boah, 160. Okay. 160 ist definitiv hart. Gut. Jetzt Eisbus. Und vielleicht Change Formation einmal. 110. Oh fuck, bitte. Fairy Claw. 71, okay. Fokus. Und jetzt greif mal an, 71, okay, Shadow Blaze, gut. Skills, Fairy Claw wieder. Das könnte eng werden, aber dürften wir eigentlich schaffen. Eigentlich müssten wir das gewinnen. Ja. Zwar knapp, aber gewonnen. Mario ist jetzt auch Level 12. Gut, Change Position. Oder? Ja. Gut. Ah. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Okay, damit haben wir da schon mal. Ah, okay. Gar nicht. Oh, warte mal, hier kommen wir auch weiter. Use the Swap Point, yes. Gut. Wir haben einen Schlüssel schon mal gefunden, das ist wenigstens etwas. Mal sehen, was hier sonst noch jetzt gerade gibt. Oh. Gut. Einmal den erstmal den Fuchs angreifen, der zuerst angreifen könnte. Danach, ja okay, habe ich mir halt gedacht, aber Autsch, Schiller. Skills. Ja, bringt nichts. Fuck you. Gut, Maria. Mach mal Eisbolt auf Fire Slime. Das habe ich mir schon gedacht, dass das doch ausreichen müsste. Yay. Weiter boosten. Wie viel Gold haben wir eigentlich? Okay, 8100. Oh fuck. Da ist ein Boss-Battle. Kann ich hier nicht speichern? Fuck. Ich denke nicht, dass ich jetzt direkt hier ein Boss-Battle machen möchte. Dafür ist, glaube ich, meine Truppe gerade nicht stark genug. Gut. 125. Ja, fuck. Gut. In dem Falle Eisbolt einmal auf den, damit ist er weg. Attack den. Und du einmal auf den Fuchs noch. Gut. Ich brauche ein bisschen mehr Gold, Leute. Ich zu wenig. Okay, Eislein. Ich einmal. Okay. Was? Du kannst das angreifen? Och, Menno. Gut. Oh. Vielleicht solltest du mal fokussen. Hm.
Eigentlich ist das aber gar nicht so schlecht. Spark einmal. Wow, okay. Den nochmal weg, damit man mir zu selber schaden, aber hey. Oh fuck. Ich mach mal trotzdem Fokus wieder. Ja. Maria, Eisbot auf. Geht das Risiko ein? Okay. Und du greifst den an. Ja. Dann kannst du wieder fokussen. Habe ich ein bisschen mehr von denen und jetzt kann ich den vernichten. Okay, so viel dazu. Das war Dummheit. Das war pure Dummheit von mir. Ich wollte halt nicht den... Wir haben immer noch nur 8000. Nicht gut. Oh, hier ist wieder ein Boss, bitte. Ayuki. Oh, it's here again. Looks like you've gotten a bit stronger compared to the last time. Hey, can't wait. Come on, let's fight. Okay, falls ich werde das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit verlieren. Alter, ja, 20, das werde ich nicht gewinnen. Ich probiere mal einfach mit Accelerate erstmal. Damit ich wenigstens danach etwas schneller Eisbord, okay. Stills, Fiery Claw. Alter. Nee, das kann ich nicht gewinnen. Das will ich sowas von nicht gewinnen. Skills, Spark. Oh fuck you, ey. What the... Okay, ich bin sowas von am Arsch. Gut. Switch. Change Formation, du mal gegen... Iris. Aber trotzdem will ich das hier mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit verlieren. Ja. Ich denke, ich mache erstmal... Komm, angreifen, aber... Ehrlich, das kann ich nicht mehr gewinnen, das kann ich nicht gewinnen, das... Das war schon eindeutig, dass ich das verlieren werde. Auch noch mit Heal, okay. Es war nur 92, aber trotzdem. Good. Heal. Iris. Das bringt halt auch nichts, ich werde halt trotzdem drauf gehen. What the? Okay. Skills hier. Da habe ich halt, aber ich hab... Kriege ich den vielleicht zur Hälfte runter? Wahrscheinlich nicht. Sieht nicht danach aus, als ob ich den auch nur zur Hälfte runter bekomme. Ah doch, zur Hälfte werde ich den wahrscheinlich runterbekommen. Switch nochmal. Gut. Shadow Blaze einmal, wieso nicht? 36, okay, ja. Was soll ich dagegen auch gerade machen? Spark. Wir sind alle tot. Und Maria alleine kann das nicht retten. Vor allem, wenn ihr sich hochheilt. Jupp, das war's.
You can try again anytime, okay? I will be waiting here. Okay. I'm tired. Let's stop exploring for today. Good. Good. What should I do? Go outside. Dann würde ich sagen, gehe ich nochmal zum Pub. Hang around. Sorry, Yuki. I kind of forgot my lab is not available in this demo. Ah, toll. Danke. The thing I want to give you is inside my lab, so unfortunately you will have to wait for the full game to know what it is. Klasse. But never mind that. Look, Rocky's all better now. Ooh, I can't tell the difference at all. What is it, Rocky? Really? What? You understood that? Rocky said he made a present for you, Yuki. Don't worry, Rocky. I'm sure she will like it. Ooh, a Shift Titan bracelet. This is great. Thanks a lot, Rocky. Ooh, aren't you glad, Rocky? What should I do now? Go somewhere else. Ding, ding, ding. Shop. Fuck. Gut. Tag 13 sind wir jetzt. Also, it's the second payment due. Let's enter the. Okay. Erstmal go outside und. Erstmal zum Shop. Einmal schauen. Was habe ich, beziehungsweise was kann ich verkaufen von dem, was ich habe? Wooden Katana könnte ich verkaufen für 300. A handmade peasant rock. It's somewhat crude, but you can tell he put a lot of effort into it. Okay. Das bringt mir aber ansonsten nichts weiteres, oder? A bracelet enchanted with fiery power. Ich weiß halt nicht, was das. Ich weiß halt nicht, was die Dinger bringen. Oh, Magician Rope bringt aber in Anführungszeichen relativ viel, wenn ich die Sachen da halt hochpacke. Accessoires, das. Aber die Dinger sind offenbar alle nur etwas. Ja, confirm, das muss ich halt machen, damit ich mir das überhaupt leisten kann, sozusagen weiterzuspielen. Welcome, Miss Yuki. Go somewhere else. Und zwar kann ich jetzt wieder in den Dungeon gehen. Wuhu. Aber erstmal Summoning Set. Summon a Party Member. Erstmal alle Party Member wieder zusammen versammeln. Summon a Party Member Dolly. Summon a Party Member Iris. Und Felina. Gut. Go to the Dungeon Entrance. Und enter the dungeon. Und natürlich floor free. Gut. Gut, und dadurch, dass ich hier jetzt. Hier ist das. Da unten ist ein Bossbettel, hier ist ein Bossbettel, da ist einfach nur eine Sackgasse. Und was ist hier noch bei denen? Okay, Thunder Slime oder. Ich denke erstmal den Donner Slam wegmachen. 120, okay. Good. Spark einmal darauf. 121, okay. Na fuck, das wollte ich nicht. Einmal den. Und. Eisbolt. Gut. Einmal den hier schon mal nochmal wieder runtergehen, damit haben wir. Oh! Turtle Shell. Wenigstens etwas. Oh, Shadow Slime.
Einmal wieder Accelerate. Shadow Blades ist fies, aber okay. Das geht noch. Skills. Ice Bolt. 77, gut. Mit dich switche ich am besten mit ja. Aeris sollte am besten auch ein bisschen stärker werden. Deshalb ich jetzt ein bisschen Aeris hochbringe. Okay, wow. Das war fies. Okay, Eisboten. Und du machst Attack. Attack. What? Miss? Fuck. Attack. Gut. Und komm schon, das müsste euch jetzt... Ja, reicht. Gut. Und die nächste hier runter. Ey, und wieder eine Sackgasse. Na, das ist ja echt ein netter Floor. Und das hier ist auch nochmal wieder das letzte. Wow. Einmal den Ice Slime. Mach 419. Spark, Aua. Eisbolt auf Iris. Mhm. Iris macht den Ice Slime mal weg. Fuck you. Really nicht getroffen. Mist. Gut. Skills. Eisbolt. Ah, okay, du musst focussen. Gut, Thunder Slime. Na du, komm jetzt mach doch. Ja, geht doch. Komm, dich lass ich jetzt einfach fokussen. Und kann man den Thunder Slime nochmal wieder um die Ecke bringen. Gut, was gibt es hier unten? Okay. What? Einmal den Slime wegmachen. Die sind ja harmlos, die machen mir mehr Schaden, wenn ich sie angreife, als wenn sie mich angreifen. Das ist das das ist nur noch das Härteste bei denen. Gut. Dann hat den wieder 74 Minuten. Oh, Verteidigung ist runtergegangen. Und hat. Bald auf Level 13, das wäre natürlich auch schön dann. What the fucking hell. Gut, ich versuch... Yep, gut. Damit haben wir hier schon einmal den Kreisel vollständig. Die Wölfe kriegen wir auch weggeschnitzelt. Hopp. Ja. Die werden kein Problem, die Wölfe. Was ist hier noch? Der Vorteil ist, das hier ist definitiv sehr begrenzt. Der Raum hier. Der Feuerslime sollte wahrscheinlich am besten als erstes weg. Gut. Eisbolt. Wow. Und damit ist der Fox auch weg, oder?
Open. Onyx. Yay. Okay, das heißt, ich sollte den da unten definitiv hier nochmal lang gehen. Weil da auf jeden Fall nochmal was sein könnte. Okay. In dem Fall mache ich erst den Fuchs weg. Du greifst den Feuerslime an. Du Fokus. Du greifst den Feuerslime an. Und du greifst den Fuchs an. Ui. Das war ein. Gut. Dann jetzt. Gut. Ey, wieder die. Hopp. So, einmal den Feuerslam, damit wird der dann weg. Einfach den. Du fokust einmal. Und den kriegen wir auch weg, den Fokusort. Gut, öffnen, jo. Your spawn point, yes. Oh. Sehr interessant. Lobster. Waypoint habe ich jetzt einen aktiviert. Und... Ah, okay. Ich habe nur einen Schlüssel und ich brauche zwei zum Öffnen. Okay. Einmal. Den hier überspeichern. Und. Q Teleport Waypoint Entrance. Was kann ich. Ich schau nochmal nach, wie sieht's hier aus. Ich habe hier noch einen Boss-Battle, welchen ich machen kann. Ich kann hier oben noch links gehen. Hier komme ich ja gerade nicht weiter. Hierfür brauche ich einen Schlüssel, genauso wie dafür. Gut. Und hier komme ich halt auch noch nicht weiter, weil ich dafür zwei Schlüssel brauche. Das heißt, ich habe im Grunde nicht die Zeit, um da... noch großartig voranzukommen, dann würde ich sagen, nutze ich einfach nochmal die restliche hier, um vielleicht die Truppe nochmal ein bisschen höher zu bekommen. Ja, Fokus einfach. Angriff. Und nochmal Angriff, damit wäre der weg. Gut. What should I do now? Gut, ding ding ding, go outside. Und Menschen, ich muss hier, es geht nicht, I should call it a day. We have cleared the second payment, yay! Quest completed, let's try. Let's try our best for the next payment too, is what I want to say, but it looks like we have reached the end of this demo. Ah, okay. Thank you for playing the beta demo of Sermon Contract with the Devil. We hope you had a fun time. This build still has many flaws and shortcomings, but thank you very much for sticking with it or holding down the until the end. We have come a very long way since the alpha build back in July 2016, and we'll try our best to make the final commercial version even better.
If you would like to receive an email notification when the full game is released, you can add Sermon into your Steam wishlist. A direct link to our Steam store page will be available right after the scene. Mm-hmm. Oof, even though I'm the cover girl, I barely had any lines in this demo. I'm sorry, there seemed to be a technical problem. Anyway, once again, thank you very much for playing, and we hope to see you again in the full version. Click the Steam logo to visit the... Yeah, okay. Das ist mir... ich... schön und gut, aber die... die ist jetzt nicht das, was ich der... ja, in... ja, gut. Heißt jetzt... das hier ist jetzt vorüber, oder was? Oh, scheint wohl fertig zu sein. Dann kann ich jetzt nur noch auf Return to the Main Menu machen. Und ja, okay. Dadurch, dass ich eben geschlossen habe, hat das sich mal wieder aufgehangen. Also, mir hat die Demo echt Spaß gebracht. Natürlich lässt sich das immer noch verbessern, das Ganze, aber ich freue mich darauf, wenn das Spiel draußen ist. Gerade der Humor ist absolut meins. Und ich bin halt ein absoluter Fan von Dungeon Scrawlers. Also nicht wundern, ihr habt immer noch das Bild mit dem Steam-Ding da, aber ich habe bei mir gerade das Hauptmenü. Das ist nur in dem Fall jetzt halt gerade nicht mehr so wichtig. Aber die Musik aus dem Hauptmenü müsstet ihr trotzdem haben, denke ich. Aber egal jetzt. Gut. Auf jeden Fall werde ich mich freuen, wenn die Vollversion dann draußen ist. Ich weiß noch nicht, ob ich das dann privat spielen werde oder auch ein Let's Play davon machen werde, dann... das werde ich dann sehen. Bisher... die Entwickler wissen ja noch nicht, wann sie das Spiel rausbringen werden, weil eigentlich sollte es jetzt schon raus sein. Dann haben die ja so viele Probleme festgestellt, weshalb sie das Spiel erstmal nicht veröffentlichen wollten, sondern wieder in Anführungszeichen von from scratch anfangen wollten, das Ding wieder neu aufzubauen, um halt die ganzen Probleme in den Griff zu bekommen. Also ich sag mal so, ich warte auch lieber auf ein Spiel etwas länger und dafür kommt es vernünftig und gut raus, als das möglichst früh und dann, ja, ist es verbuggt und beschissen wie sonst was ungefähr. Was leider viele Spiele heutzutage so an sich haben. Was sehr, 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 sehr bedauerlich ist. Ja, auf jeden Fall, das was erstmal mit Sermon Contract with the Devil, der Demo-Version. Die anderen Charaktere können wir in der Demo noch nicht spielen. Daher, ja, wird dieses Spiel wahrscheinlich, werdet ihr von dem Spiel wahrscheinlich das nächste Mal was sehen, wenn die Vollversion erhältlich ist. Ich denke, ich werde dann ab jetzt Dienstags jetzt jeden Dienstag dann Galgan eine Folge hochladen, bis ich das Spiel durch habe. Und boah, ansonsten schaue ich halt. Ihr werdet ja sehen, was dann kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen und eventuell bis zum anderen Let's Play. Ciao!